Ab geht es ins Wochenende. Damit herzlich willkommen bei Ron, stellvertretend für die gesamte Redaktion. Schieben wir Sie in dieses Wochenende. Ich auf der einen Seite und Maximilian Wendel auf der anderen. Guten Abend auch von meiner Seite. Wir haben heute einiges wieder im Programm. Wir zeigen Ihnen, welche Maßnahmen die Feuerwehr Neustadt ergreift, um die Corona-Regeln einzuhalten. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Atemschutzmasken selbst nähen können. Und wir sprechen über Tischtennis. Da hat der Verband weitreichende Entscheidungen getroffen. Wir präsentieren Ihnen heute die Themen bei Ron. Viel Spaß. Es gibt ja viele Dinge, an die man sich in diesen Tagen halten muss. Abstand halten ist das eine. Das ist natürlich für viele von uns ungewohnt. Zu Hause bleiben, aber eben auch eine wichtige Maßnahme auf der anderen Seite. Und auch daran muss man sich gewöhnen und auch teilweise erinnert werden. Das übernimmt in Neustadt an der Weinstraße zum Teil die Feuerwehr. Spielt da quasi den Reminder im Einsatz. Und den haben Larissa Hofmann, Christine Meesen und Max Peter begleitet. Ein Feuerwehrauto, ein Lautsprecher, eine Durchsage. Liebe Neustadterinnen und Neustadter, wir müssen zusammenhalten. Bleiben Sie weiterhin zu Hause, halten Sie draußen weiterhin Abstand und bleiben Sie gesund. Ihre Feuerwehr Neustadt. Momentan kein seltenes Bild in Neustadt an der Weinstraße. Um die Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt einzudämmen, fährt die Feuerwehr täglich durch Wohngebiete und die Innenstadt. Per Lautsprecher appelliert sie an die Bürger, sich an die städtische Corona-Allgemeinverfügung zu halten. Wir kontrollieren das komplette Stadtgebiet, inklusive die Ortsteile von Neustadt, auf Personen, die sich in größeren Gruppen aufhalten, Personen, die den Abstand nicht einhalten. Und auf sowas gehen wir ein. Wir sprechen dann die Personen an, weisen sie darauf hin. Wenn wir keinen Erfolg haben mit unserer Ansprache, dann haben wir immerhin noch die Möglichkeit, das Ordnungsamt zu verständigen, die uns dann zu Hilfe kommt. Die Mehrheit der Bürger begrüßt die Handlung der Feuerwehr in ihrer Stadt. Ja, ich finde es gut so. Das sollte öfter sein, dass die Leute jetzt wirklich zur Vernunft kommen. Also ich finde das gut, oder so, dass sie wenigstens hier durch die Gegend rumfahren und sagen, oder so, bleiben Sie bitte zu Hause oder so. Aber man muss einkaufen gehen oder so, um seine Bedürfnisse oder so zu stillen. Die Polizei allein kann das nicht schaffen. Folglich müssen alle anderen Institutionen helfen, was eigentlich in Ordnung ist. Danke, ich danke die ganze Volk, ich danke euch. Der Appell der Feuerwehr wird erhört. Die leeren Straßen sind Beweis genug. Also man muss wirklich sagen, die Leute hier in Neustadt, die halten sich wirklich, wirklich dran. Es geht fast keiner mehr auf die Straße, nur noch zum Einkaufen oder zum Arzt oder zur Apotheke. Nicht nur in Neustadt an der Weinstraße, sondern in ganz Deutschland gelten weiterhin Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkungen. Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Bevölkerung zu schützen. Doch ist diese Art des Shutdowns überhaupt rechtmäßig? Beate Bahner meint nein und hat gegen die Allgemeinverfügung geklagt. Wenn ich medizinische Expertenmeinungen höre, die sagen, dass Covid-19 für 95% der Allgemeinheit harmlos verläuft und keine schwere, besondere Gesundheitsgefahr darstellt, sondern nur für 5%. Wenn demgegenüber mit dem Shutdown 9 Grundrechte beschränkt werden, Handlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Freizügigkeit, Berufsfreiheit, Schulwesen, Eigentumsgarantie, wenn all diese Rechte verletzt werden, dann muss ich hierfür eine wirkliche Grundlage und eine Begründung haben. Und wenn Experten sagen, Covid-19 ist für 95% der Bevölkerung nicht gefährlich, dann habe ich ganz erhebliche Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit dieser Maßnahmen. Auch wenn Beate Bahner die Rechtmäßigkeit der Corona-Allgemeinverordnung anzweifelt, in Neustadt an der Weinstraße wird die Feuerwehr wohl noch längere Zeit durch die Straßen fahren und Kontrollen durchführen. Alles für die Gesundheit und den Schutz der Risikogruppen. Nach den heutigen Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts scheinen die Maßnahmen ja auch Wirkung zu zeigen. Und wir sprechen mit Dietmar Seefeld, Landrat im Landkreis Südliche Weinstraße. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Also das Robert-Koch-Institut sagt, die Maßnahmen zeigen Wirkung. Wie kommen denn diese Maßnahmen, die ja teilweise auch recht schmerzlich sind, bei Ihren Bürgern an? Ja, das ist unterschiedlich. Ich bin erfreut über die Disziplin, die die meisten Bürgerinnen und Bürger an den Tag legen. Viele halten sich an die Regeln, die aufgestellt
wurden. Das ist ja eine besondere Zeit und deshalb ja, bin ich allen dankbar, die sich daran halten. Leider gibt es auch wenige Ausnahmen, die ja, sagen wir mal, immer noch feiern wollen oder an beliebte Plätze gehen. Das ist bei uns im Landkreis natürlich, gibt es viele schöne Plätze, wo wir üblicherweise auch gern feiern. Da sind dann auch unsere Ordnungsämter aktiv. Aber ich appelliere an alle, jetzt gerade auch vor dem bevorstehenden Wochenende, bitte bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nur von zu Hause aus spazieren, machen Sie das, was erlaubt ist und dann ja, schaffen wir das auch gemeinsam. Umso schneller ist möglicherweise dann auch diese ganze etwas schwierigere Zeit vorbei. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Kommunikation ist momentan ganz zentral. Wie gehen Sie das denn auch an? Ja, der Tagesablauf ist inzwischen ein ganz anderer. Der Tag ist geprägt durch Telefonkonferenzen, was üblicherweise sonst in Gesprächen stattgefunden hat, was ja auch den Beruf letztendlich ausmacht. Jetzt sind Telefonkonferenzen mit der Landesregierung oder mit den Verbandsbürgermeistern mit. Alle Gespräche finden überwiegend telefonisch statt. Das funktioniert ganz gut. Das wird auch sicherlich ein Fortschritt sein in der Technik, so wie wir jetzt auch über Skype hier sozusagen diese Aufnahme aufzeichnen. Und ja, insofern können wir da ganz zufrieden sein. Also wir sind ja immer so ein bisschen am Nachjustieren. Das geht uns genauso wahrscheinlich wie Ihnen entsprechend auch auf politischer Seite. Was läuft denn gut, beziehungsweise wo müsste man dann noch die eine oder andere Stellschraube anziehen? Ja, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Wir sind dabei, uns vorzubereiten für den schlimmen Fall, für den schlimmsten Fall, dass unsere Krankenhäuser überlaufen. Da haben wir den Katastrophenschutzfall sozusagen ausgerufen, den es ja offiziell nicht gibt bei uns. Im Landkreis trotzdem haben wir die Stufe 5, arbeiten im Stab miteinander und hoffen, dass wir diese Behelfskrankenhäuser nicht wirklich brauchen werden. Also insofern arbeiten wir an ganz, ganz vielen Stellschrauben und hoffen aber, dass über die Maßnahmen, die jetzt auch landesweit, bundesweit ergriffen wurden, dass wir ja die weitere Fallzahlensteigerung stoppen können und dann das Schlimmste verhindern können. Also, da ist noch einiges zu tun und auf mögliche Worst-Case-Szenarien vorzubereiten. Herr Seefeld, erstmal herzlichen Dank und drücken wir gemeinsam die Daumen, dass es soweit nicht kommt. Dankeschön, alles Gute. Ihnen auch. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Blicken wir noch kurz nach Baden-Württemberg. Dort hatte ja die Landesregierung den Geschäften erlaubt, an Karfreitag zu öffnen, also Supermärkten beispielsweise. Daraufhin sind Kirchen und Gewerkschaften Sturm gelaufen. Und nun hat die Landesregierung diesen Beschluss wieder zurückgenommen. Also die Geschäfte bleiben an Karfreitag dicht. Kurze Meldung noch aus Ludwigshafen, hatte die Polizei heute noch bekannt gegeben, dass Diebe am Wochenende offensichtlich versucht haben oder es auch gemacht haben, in ein Lager eingebrochen sind und Kartons im Wert von 12.000 Euro geklaut haben. Drin waren nämlich Atemschutzmasken. Also neue Zeit, neues Diebstahlgut, kann man so sagen. Also die sind beliebt und wie man sie aber ganz leicht selbst herstellen kann, das zeigen Ihnen Christine Meessen und Sophia Haag. Dass dieses Accessoire mal der Hingucker im Frühjahr 2020 wird, damit hätte Victoria nicht gerechnet. Bei Atemschutzmasken geht es aktuell aber keineswegs um ein modisches Statement, sondern darum, sich selbst und seine Mitmenschen vor Covid-19 zu schützen. Doch die Ausbeute ist ähnlich wie beim Toilettenpapier mau. Die Regale sind leer, die Lösung? Selbst nähen. Ein Stoff eignet sich vor allem ein Baumwollstoff am besten. Das soll ein 100%iger sein, einfach wenn man das direkt vor der Haut trägt. Dann möchte man jetzt keine Chemiefasern oder irgendwelche Drücke haben. Genau, ich habe hier jetzt einfach mal ein altes T-Shirt, das könnte man nehmen. Oder alternativ, wenn man die Kleidung nicht zerschneiden möchte, ein altes Küchenhandtuch. Das ist meistens eben auch aus 100% Baumwolle. Oder wenn man noch Nähreste vielleicht zu Hause hat, Stoffreste, kann man eben auch diese nehmen. Zum Näh-Equipment gehören das Schnittmuster, findet ihr auf unserer Homepage, ein Lineal, Nähgarn und Nadel, eine Schere, Stecknadeln und ein Gummiband. Los geht's! Als erstes schneiden wir den Stoff mit Hilfe des Musters richtig zu. Dann legen wir die erste Naht gegenüber vom Stoffbruch und... Jetzt wenden wir das Ganze und als nächstes stecken wir uns nämlich unsere Falten. Was? Wofür brauchen wir Falten? Das erklärt uns Victoria später. Vorher heißt es zuhören und lernen. Wir legen den Stoff übereinander und fixieren das Ganze mit einer Stecknadel. Zwischen den entstehenden Falten lassen wir 1,5 cm Platz. Ist das erledigt, geht's ans Eingemachte. Jetzt kommen Nadel und Faden zum Zuge. Das sieht doch schon richtig nach was aus. Die Maskenform ist auch orientiert an den originalen medizinischen OP-Masken, eben weil jede Gesichtsform so individuell ist. Kann sich das jeder auf die passende Maße eben dann beim Tragen aufziehen.
Aha, jetzt ist auch das Geheimnis mit den Falten gelüftet. Und wie geht's weiter? Und zwar dürfen wir jetzt die Gummis annähen. Schaut einfach, auf welcher Seite ihr vielleicht nicht so schön genäht habt. Und auf die Seite wird dann eben auch das Gummi genäht. Die Maske sitzt wie angegossen. Aber jetzt mal im Ernst, so ganz zum Spaß machst du das doch auch nicht, oder? Ja, also wir nähen diese Masken in Kooperation mit dem ASB. Und zwar gehen ja mittlerweile die Schutzmasken sind ein bisschen rar geworden. Und es gibt eben in unseren Kreisen einige Näherinnen, die sofort Feuer und Flamme waren und eben mithelfen wollten. Auch der Wünschewagen hat Corona-bedingt seinen ursprünglichen Betrieb eingestellt, bleibt aber aktiv. Die Ehrenamtlichen nähen zu Hause. Mit Hilfe des Wagens werden die Masken dann verteilt. Alle Einnahmen und Spenden kommen dem Projekt zugute. Wer Näherfahrung hat und sich engagieren will, meldet sich unter wünschewagen@asb-rhein-neckar.de. Und auch das Uniklinikum Mannheim rüstet sich für möglicherweise noch etwas schlimmere Tage, wenn etwas mehr los sein sollte. Jetzt wird nämlich in der kommenden Woche ein Ausweichquartier geschaffen für Corona-Infizierte mit 150 Betten, und zwar im Mercure Hotel am Mannheimer Friedrichsplatz. Da geht es unter anderem um Menschen, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber Pflegebedarf haben. Weitere Nachrichten aus der Metropolregion haben jetzt Alicia Beisel und Selina Kuschia. Zu wenig Platz. Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz rechnen mit einem erhöhten Zulauf. Das zeige die Erfahrung aus anderen Ländern. Das Coronavirus rufe finanzielle und existenzielle Sorgen hervor. Das Land handelt und bietet für die Dauer der Krise eine weitere sichere Unterbringung für Betroffene an. Bauern erhalten Unterstützung. Die Bundesregierung hat entschieden, dass im April und Mai 80.000 Saisonarbeitskräfte nach Deutschland einreisen dürfen, um bei der Ernte zu helfen. Wichtig sei es aber, die strengen Maßnahmen zum Infektionsschutz einzuhalten. Ärztlicher Check vor der Einreise, betriebsbedingte Isolation, das heißt nicht Arbeitsverbot, aber betriebsbedingte Isolation von den neuen Mitarbeitern, dass die sich die ersten 14 Tage nicht mit den anderen Mitarbeitern im Betrieb treffen dürfen. Die Einreiseerlaubnis sei auch deswegen wichtig, weil dadurch die Versorgung der Bevölkerung zugesichert sei. Stilles Gedenken. Anlässlich des 90. Geburtstags von Altkanzler Helmut Kohl wurden die öffentlichen Gedenkveranstaltungen in Speyer und Ludwigshafen abgesagt und stattdessen Videobotschaften versendet. Verkürzt könnte man sagen, für den jungen Helmut Kohl war die Heimat die Welt und für den Kanzler war die Welt die Heimat. Wir rheinland-pfälzischen Christdemokraten, wir verneigen uns und verharren auch andächtig vor dem Menschen und dem Politiker Dr. Helmut Kohl, vor dem Staatsmann und dem Pfälzer, dem bodenständig Heimatverliebten, vor dem Reformer und Modernisierer. Die Kranzniederlegung fand im Stillen an seinem Grab auf dem Speyerer Friedhof statt. Kohl starb am 16. Juni 2017 in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim. Der Sport auf Rund TV wird Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenck und Reindl. Und jetzt werden wir sportlich blicken. Erstmal auf das Geschehen im Tischtennis. Auch da gibt es Neuerungen, denn der Deutsche Tischtennisbund, der hat sich gemeinsam mit seinen 18 Landesverbänden auf einen Abbruch der Saison geeinigt. Die Spielzeit ist damit in allen Spielklassen mit sofortiger Wirkung beendet. Und die Tabelle gilt zum Zeitpunkt der Aussetzung auch gleichzeitig als Abschlusswertung. Heißt also auch, die Ab- und Aufsteiger stehen fest und damit eben auch die Damen des TTC Weinheim als Meister in der zweiten Bundesliga. Da sprechen wir mit Christian Säger, dem Vorstand. Das würde ja bedeuten, sie könnten auch in die Bundesliga aufsteigen. In der vergangenen Saison haben sie dieses Recht nicht wahrgenommen. Machen sie es in dieser Spielzeit? Ja, guten Abend erstmal nach Mannheim. Wir werden dieses Jahr das Aufstiegsrecht auch nicht annehmen. Das hat die Gründe, wie schon die Saison 2019, 2020 waren, dass wir nicht mehr zusammen mit unseren Herren zusammen Bundesliga spielen können und für uns als kleiner Verein das organisatorisch nicht durchführbar ist. So werden wir auf der neuen Saison der zweiten Liga weiterhin stattfinden haben. Was sagen denn die Spielerinnen dazu? Ich meine, klar, die Bundesliga ist natürlich auch etwas sehr Attraktives, möglicherweise in der irgendwann mal zu spielen. Das ist die Zwickmühle, wo wir jetzt wieder stehen. Der jedes Jahr jetzt mal hintereinander meist Spielerinnen das eigentlich verdient hätten aufzusteigen.
aber im Zusammenspiel mit den Spielerinnen und auch mit den Fans und den Sponsoren haben wir das auch diesmal noch so beschäftigt, wir weiterhin zusammenspielen. Vielleicht, man weiß nicht, was kommt ein Jahr später dann, wird dann eine andere Entscheidung fällen, aber im Moment so fahren. Das ist natürlich auch eine schwierige Entscheidung, die letzten Endes die Liga treffen musste. Okay, bei den meisten im oberen Bereich, also sprich die dann als Meister feststanden, war das schon relativ klar. Aber so mancher Absteiger hätte sich möglicherweise noch sportlich retten können. Wie bewerten Sie denn grundsätzlich die Entscheidung, die Liga so abzubrechen und auch zu werten? Ja, also vorgestern ist die Entscheidung vom Deutschen gefällt worden, dass die Saison nach 2013 wieder abgebrochen wird. Es ist klar, dass nicht jeden. Manche haben Vorteile davon, manche Nachteile, aber egal welche Regelung man getroffen hätte, einer wäre 100 zufrieden gewesen. Uns als TDC 46 Weinheim ändert sich eigentlich so nicht so viel. Natürlich haben die Spieler gerne die Saison Ende gespielt, aber wie bei allen anderen Sportarten auch hier in Baden-Württemberg bei uns in die Hallen geschlossen ist, muss man abwarten, die Situation durch Corona weitergeht. Ja, das ist natürlich dann der Blick in die Glaskugel, das kann man nicht sagen. Aber was man mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie Meister der zweiten Liga sind mit den Damen und da können sie so oder so auch sicherlich den einen oder anderen Sektkorken knallen lassen. Herr Seeger, erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Ihnen alles Gute. Ihnen auch, bleiben Sie gesund und wir hoffen, dass wir bald wieder schaffen. Dankeschön. Ja, ebenso. Und wir haben selbstverständlich auch weitere Nachrichten aus der Welt des Sports. Maximilian Wendel hat die knackig zusammengefasst. Saisonabbruch möglich? Uwe Gensheimer hat sich gegen die geplante Fortsetzung des Spielbetriebs in der Handball-Bundesliga ausgesprochen. Der Nationalmannschaftskapitän spekulierte für den angepeilten Termin Mitte Mai. Da wären dann wahrscheinlich nur Geisterspiele eine Option und da hat keiner Lust drauf. Das Team befindet sich nach 5 positiven Corona-Testergebnissen in häuslicher Quarantäne. Finalturnier abgesagt. Die in Mannheim geplante Hockey-Endrunde der besten 4 Bundesliga-Teams wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat die zuständige Arbeitsgruppe heute bekannt gegeben. Ob und wie die Saison zu Ende gespielt wird, ist noch unklar. Fest steht dagegen, dass das Final Four-Turnier dann im kommenden Jahr in Mannheim ausgetragen werden soll. Auf Trainersuche. Die Eisbären Eppelheim müssen sich nach einem Nachfolger für John Greis umsehen. Der Trainer wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger Pforzheim-Bisons. Einen Nachfolger haben die Eppelheimer zwar noch nicht, allerdings befinden sich die Verantwortlichen in guten Gesprächen. Ziel ist es, einen Trainer zu präsentieren, der langfristig etwas aufbauen möchte. Der Sport auf Front TV wurde Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenk und Reindl. So, und Freitag ist natürlich Zeit für die Rondtouren. Das ist in dieser Phase momentan etwas schwierig und deshalb haben wir uns entschlossen, wir zeigen Ihnen die Rondtouren von genau einem Jahr zuvor und da hat es mich nach Eberbach verschlagen. Tierische Erlebnisse. Naturrekorde. Und ein Moderator, der seine Fähigkeiten im Handwerk entdeckt. Unter anderem das ist die Rondtour in Eberbach. Sich hierher zu verirren lohnt sich, nicht nur für uns. Rund 14.500 Einwohner empfangen uns mit offenen Armen, stellvertretend durch den Bürgermeister Peter Reichert, der bestens weiß, wie und wann hier das Leben blüht. Unser größtes Fest im Jahresverlauf ist der Kuckucksmarkt, der immer am letzten Augustwochenende stattfindet, von Freitag bis Dienstag, an einem Wochenende sozusagen. Wir haben eine tolle Gastronomie hier, wir haben wunderschöne Wanderwege, wir haben einen zertifizierten Premium-Wanderweg. Der Neckarsteig ist ein Wanderweg von Heidelberg nach Bad Wimpfen, 127 Kilometer. Wunderschön, den muss man eigentlich mal gewandert sein. Nee, wir gehen es heute lieber gemütlich an und schauen auf richtige Sportskanonen. Und zwar diese vor Bewegungsdrang überquellenden Jungs und Mädels von Angelika Merkel und ihrem Mann Christoph Diehl. Mit ihren Huskies hat sie unter anderem den Weltmeistertitel im Schlittenhunderennen geholt. Klar, dass die beiden auf ein hundespezifisches Training achten. Wir fangen an mit 3-4 Kilometern höchstens und steigern dann je nachdem, was wir für Rennen fahren. Also das ist auch davon abhängig, was die Hunde hinter im Rennen laufen sollen. Ich fahre Sprint, also ich habe eine Renndistanz von 16 bis 18 Kilometer und mein Mann fährt Mitteldistanz. Also da müssen die Hunde auch mal 30, 40 Kilometer laufen können. Und ich fahre jetzt hier zum Beispiel
maximal 13 Kilometer, das reicht auch. Für die Hunde ist ein solches Training schlichtweg natürlicher Spaß und für mich selbstverständlich auch. Kurze Frage an den Geschäftsführer Thomas. Können wir noch ein paar Bürohunde gebrauchen? Okay, Greta zuliebe lassen wir das mal. Für uns heißt es nun ab auf die Runde und plötzlich sind alle Hunde still und voll in ihrem Element. Laufen. Ganz wichtig ist, dass eben wir der Rudelchef sind und von den Hunden auch so akzeptiert werden, weil sonst hat man einen riesen Stress, wenn man es nicht schafft, sich durchzusetzen bei den Hunden. Also im Gespann heißt jetzt nicht, dass der Rudelchef vorne läuft. Das ist absolut nicht so. Das sind die führigsten Hunde, mit denen ich am besten kommunizieren kann und die einfach gerne das machen, was ich möchte. Das ist nicht unbedingt der Rudelchef. Aber am Ende wollen sie eh alle nur laufen. Ja, laufen auf jeden Fall. Aber sie sollen auch dahin laufen, wo ich hin will. Und danach natürlich trinken und fressen, das Futter der Champions eben. Etwas andere Kulinarik gibt es hingegen gleich im zweiten Teil der Rundtour. Oh ja, das war auch echt lecker. Also, dranbleiben. Willkommen zurück, Bayron. Jetzt gibt es den zweiten Teil der Rundtour. Vor einem Jahr waren wir in Eberbach. Ich glaube, ich bin ein bisschen runder danach zurückgekommen, aber ich habe mich zumindest mal als Konditor versucht. Der Orsbergturm. Hier treffen wir Förster Hubert Richter, der uns erst einen wunderbaren Rundumblick auf Eberbach liefert und dann dorthin führt, zum höchsten Baum des Odenwaldes. Eine Douglasie, die mit ihren 64,77 Metern sogar den Mannheimer Wasserturm überragt und der es hier scheinbar bestens geht. Zum einen ist es hier eine Rinne, die relativ gut mit Wasser versorgt ist. Und das, der zweite Grund ist wahrscheinlich, weil das eben diese Gruppe war, wo sie schon lange sehr eng beieinander standen und gar nicht so den Platz gehabt haben, sich in die Breite auszudehnen, sondern die mussten sich quasi aneinander hochschieben. Im Übrigen, deutschlandweit gibt es nur einen größeren Baum, und zwar in Freiburg. Naja, mal abwarten. Wir verschaffen uns weiter einen Überblick von Eberbach und begeben uns in die Hände von Stadtführer Gunter Sokolek. Und neben Erbauungsdaten, Hintergründen der Stadtgeschichte und früheren Verläufen des Neckars lernen wir einen besonderen Bewohner kennen. Jako, der Papagei, der mit seinem Besitzer Peter Vogel regelmäßig am Lindenplatz zu finden ist. Er ist heute nicht so gesprengt. Nee. Kein Problem, das übernimmt Stadtführer Günther Sokolek und erklärt, warum ein bisschen viktorianischer Adel in der Stadt liegt. Die Eltern der Queen Victoria im Jahre 1818-19 haben die hier auch zeitweise gewohnt. Und wenn am 24.05.1819 die Queen in London dann geboren wurde, ist es ganz sicher, dass sie auch hier mehrere Nächte übernachtet hat. Sie hat nichts gesehen. Klar, da war es ein bisschen dunkel im Bauch. Und eine Victoria im Bauch kann in Eberbach jeder haben. Und zwar als Torte im gleichnamigen Café. Vor mehr als 50 Jahren hatte der Großvater von Florian Becker-Valerius die Victoria-Torte kreiert. Auch heute noch ein Renner, der sogar schon nach Übersee ging. Und der Konditormeister zeigt uns nicht nur, wie man sie macht, ich darf sogar assistieren. Was wir alles wie genau machen, führt jetzt hier vermutlich zu weit. Mir stellen sich zudem ganz andere Fragen. Du hast ja, bevor du Konditor wurdest, Bäcker gelernt. Was hat denn der Opa gesagt, der ja diese Torte hier erfunden hatte? Es war eine sehr große Diskussion, weil sein Spruch war, aus einem Bäcker kriegt man keinen Konditor mehr, weil halt ein Bäcker, sag ich mal, grobmotorisch arbeitet ein bisschen mehr, so mit großen Teigen, mit Kneten. Bin ich ja genau richtig. Als Konditor man halt feinere Sachen machen muss, filigranere, sag ich mal. Und ja, da tue ich mich heute ein bisschen noch schwer mit den Filigranen. Also der Opa hat recht gehabt. Tatsächlich stelle ich mich nicht zu doof an, dass ich schon ins Fantasieren komme. Okay, wir machen heute noch Arbeitstausch. Also Florian wird einen Teil der Moderation übernehmen. Ich mache mich hier als Konditor. Doch nun heißt es erstmal Finale für meine Torte. Nach dem Überziehen mit kochend heißem Guss ist sie tatsächlich gut genug, um in die Theke zu kommen. Keine Frage, ich bin stolz und unfassbar gespannt, wie sie wohl schmeckt. Mmh. Irre gut. Oh, total lecker. Und das Schöne ist, die sind jetzt alle für mich. Oh, toll. Ah, stimmt natürlich nicht. Das Team darf mitessen. Ein passender Abschluss für einen tollen Tag in Eberbach. Und ich sag Ihnen mal was, also ich tauge nicht nur als Konditor, sondern auch als Wetterfrosch. Es wird schön.
Das Wochenende startet zwar kalt, dafür geht es bereits sonnig mit überwiegend blauem Himmel los. Und daran ändert sich im Laufe des Tages nur wenig. So können wir teilweise sogar bis zu 13 Stunden Sonne tanken. Insgesamt schon ein richtig schöner Frühlingstag. Denn auch temperaturmäßig sieht es richtig gut aus. Sie klettern bereits auf angenehm warme 15 bis 17 Grad. Wer im Bergland unterwegs ist, bekommt immerhin 13 Grad. Noch schöner werden die folgenden Tage. Am Samstag knacken wir die 20-Grad-Marke. Dazu gibt es weiterhin viel Sonne und strahlend blauen Himmel. Am Montag sind sogar bis 23 Grad drin. Doch auch wenn es schwerfällt, bitte helfen auch Sie mit, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und bleiben Sie zu Hause bzw. meiden Sie Kontakte, wo immer möglich. Jawohl, bleiben Sie zu Hause. Wir haben Ihnen heute schon in der Sendung gezeigt, wie die Feuerwehr erinnert und die Polizei macht das auch beispielsweise. Ne? Ja, und da ziehen Sie nach mit Musik, da kriegt man Gänsehaut. Ja. Denkt man direkt an den FC Liverpool, aber auch an den FCK zu glorreichen Zeiten. Ja, stimmt. Also auch die Behörden werden da kreativ. Mm-hmm. Walk on with hope in your heart. Ja. Also, wenn sie rausgehen, dann alleine oder maximal irgendwie mit ihrem Partner. Wir walken jetzt ins Wochenende. Genau. Das gibt's am Montag wieder. Ciao. Ciao.